like a Hellcat. Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, eure Nadine, und ich wollte euch begrüßen zu meinem neuen Video, wo ich zwei sehr aktuelle Themen ansprechen werde. Und ich wollte mich, bevor ich die Themen anspreche, wollte ich mich herzlich bedanken für die ganze Unterstützung. Bei meinem letzten Video, das ist ja so schnell abgegangen, also es hatte 1000 Views an einem Tag und ich, das ist unglaublich, und Dankeschön an jeden, der abonniert hat. Alle, es reicht schon, dass ihr das Video anschaut. Ich danke euch und auch die ganzen Kommentare. Ihr habt so nette Kommentare da gelassen. Ich wollte nur mal Danke sagen, weil ich bin halt total überrascht. Und ja, ich habe nicht einen Hate-Kommentar gesehen und ich würde euch dafür wirklich sehr danken. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir auch schon mit den ersten Themen an. 1, 2, 3, 4. Alle da! Also, da kommen wir auch schon zum ersten Thema. Das Thema lautet Muttertag. Und Muttertag ist ein sehr besonderer Tag, denn ich finde, man sollte seiner Mutter dafür danken, dass sie so viele stressige Jahre hinter sich hatte, um euch großzuziehen. Es reicht alleine eine Praline oder eine Rose oder was ihr auch immer euren Müttern schenken möchtet, ist eine große Freude für sie. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu einem Thema, das genau, also ziemlich ähnlich ist, nämlich Mütter. Mütter ist es was ganz Besonderes, denn es sind diese Personen in deinem Leben, die wirklich für dich da sind. Und immer wenn du Probleme hast, dann kannst du zu ihnen gehen. Und wenn du zum Beispiel irgendwelche Probleme in der Schule hast oder schlechte Noten, dann kannst du auch zu ihnen gehen und einfach deine Probleme mitteilen. Denn deine Mama ist immer für dich da, egal was du für Scheiße gebaut hast. Auch wenn du mal von der Polizei nach Hause gebracht wirst, deine Mama wird es wahrscheinlich verstehen, außer halt ein paar strenge Mütter. Aber Mensch, welche Mütter werden nicht ein bisschen besorgt oder ein bisschen geärgert, wenn die Polizei dich nach Hause fährt? Ja, Mütter sind was ganz Besonderes. Und dafür sollte man ihnen auch an Muttertag danken, denn ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Meine Mama ist immer für mich da und hat, also, sie ist auch nicht streng oder so, sondern sie ist immer ganz nett zu mir und ja, und sie unterstützt mich auch sehr in der Schule, zum Beispiel mit den Hausaufgaben oder irgendwelche Probleme in der Schule. Und also ich danke ihr dafür wirklich sehr. Und ja, ich mag meinen Vater auch super gerne, aber diesen Sonntag dreht es sich um Mütter. Also, wahrscheinlich habt ihr auch so die einen oder anderen Probleme mit euren Müttern. Die könnt ihr auch sehr gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube, das meiste von Problemen sind nur so kleine Streitigkeiten. Also, meistenteils sind die Mütter Engel, die euch einfach auf die Welt gebracht haben, um halt ein Leben zu leben. Und ich finde es so schön, wenn es reicht alleine, also die Mütter, die gerade zuschauen, wenn dein Sohn oder deine Tochter nach Hause kommt und sagt, ja, ich habe eine 4 geschrieben, dann dreht nicht so durch. Eine 4, also es kann eine einmalige Sache sein, aber es kann auch sein, dass es öfter vorkommt. Also wenn es öfter vorkommt, könnte man ihn so ein bisschen anschubsen, aber wenn einmal eine 4 da ist von lauter Zweiern, dann sollte man einfach locker drüber sehen. Und ja, also auch wenn, auch an die strengen Eltern, ihr habt euch Mühe gegeben, also wirklich. Ich finde es wirklich schön, dass ihr euch so gut um eure Kinder kümmert. Also, und jetzt an die Teenager da draußen. Teenager ist ein sehr schlimmes Jahr für die Eltern, auch für die Erziehung. Und jetzt kommt dann zum Beispiel, wenn ihr Teenager seid, dann, oder zum Beispiel 18 seid, und dann raucht ihr. Und dann verschwendet ihr Geld. Eure Mutter gefällt es nicht, also lasst es lieber. Ich bin auch kein großer Fan von Rauchen, aber Mensch, sind halt so Menschheitsfehler. Aber ja, ich finde es so schön, dass die Mütter sich so viel Zeit nehmen, uns zu helfen und über unsere Alltagsprobleme hinwegzusehen. Und ja, da bleibt mir echt der Atem stehen, denn meine Mom, ich finde sie so toll, die beste Mom der Welt.
Und unglaublich, also Muttertag, ich habe für meine Mama auch schon ein Geschenk. Ich habe Pralinen, also so Merci, also kein Pralinen, aber so Merci-Teile, Schokolade. ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr denn für eure Mutter habt. Also zum Beispiel einen Blumenstrauß oder eine Vase, ein gebasteltes Stück oder keine Ahnung. Und ja, ich finde es toll. Einfach toll. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Video der Woche. Ich dachte, du bist Shisha-Bar, Alter. Hä? Ich dachte, du bist Shisha-Bar. Ja, Shisha-Bar ist plötzlich Elite geworden. Wie Elite? Nur ich komm rein, sagt er mir, nicht in der Jogginghose. Bis der Shisha-Bar mit Face-Control, halt's Maul. Sag ich, Bruder, seit wann so? Sag mir, du bist nicht passend angezogen. Ach, ujet, Blatt. Nicht passend angezogen. Vor 5 Jahren zusammen Felgen geklaut, Alter. Und jetzt ist er plötzlich elegant geworden, als ob er nie scheißen geht. Nur ich verstehe schon, Alter. Französisches Restaurant, 5 Sterne, Blatt. Aber Shisha! Noch ruhig, Pornos zu bleiben. Shisha-Bar war immer für uns asozial, die nicht ins Restaurant gehen dürfen. Aber jetzt ist plötzlich Shisha-Bar High Society geworden. Noch ruhig, was weiter? Also muss ich bald den McDonalds Platz reservieren? Oder ist Späti, sagen die, nur mit Begleitung? Oder Spielothek, Entschuldigung, hast du Abitur? Steht da, Alter, macht sein Vanilleshake, Vanilleeis, gießt drauf, Alter, halbe Bar leer, sagt der Bruder. Entschuldigung, Alter, alles reserviert, 16 Leute kommen gleich. Guck, da kommen die schon. Ich guck, der Bruder, das sind 3 Leute. Sagt er mir, bleibt die anderen kommen gleich. Wisst ihr? Nein, danke. Prost, achujet, Alter. Ich guck den an, sag ich, Bruder, was ist mit dir los, Alter? Früher hattest du Butterfly in der Hose, jetzt hast du Butterfly am Kragen. Ich guck auf das Namensschild, weißt du, was da steht? Silvio. Ich sag, Kakan, bist du komplett behindert, lass mich jetzt rein. Sagt er, nein, das ist nur für die hübschen Leute. Bleibt was für hübschen Leute, Alter, das ist Shisha-Bar oder Instagram. Steht da keine Antwort, bleibt. Was machst du jetzt? Wo gehst du hin? Noch nix, Alter. Geh ins Netto, Alter. Da darf ich noch wenigstens reingehen. Gut. Na, давай, Bratan, ich muss los. Давай. Давай, ciao. Ja, und dann kommen wir auch schon zum zweiten Thema. Und das lautet die Schulöffnung nach Corona. Wir hatten ja jetzt eine Schulpause. Ungefähr 8 Wochen. Ungefähr, also ein bisschen jetzt drüber geschätzt oder drunter, keine Ahnung. Jetzt in Bayern ist es so, dass langsam wieder die Schulen öffnen. Also die Abschlussklassen sind ja jetzt schon wieder in der Schule. Ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht. Zum Beispiel, wenn ihr ein bisschen weiter oben in Deutschland wohnt. Wie geht es euch mit der Schule und mit der Schuleröffnung? Also sagt mir ruhig in den... Sagt mir ruhig Bescheid, wann eure Schule wieder aufmacht. Also meine Schule geht wieder nach den Pfingstferien wieder los. Und ja, was ich davon halte. Ich halte davon eigentlich schon was, weil es hat jetzt schon echt lange gedauert, bis die Politik das mit der Corona in den Griff bekommen hat. Und ich bin eigentlich sehr froh, dass ich jetzt langsam wieder meine Freunde sehen kann. Und ja, ich freue mich sehr darüber. Also... Ja, und ich finde auch, man sollte sich jetzt eigentlich sehr anstrengen in der Schule, weil die Pausen haben ja jetzt auch ein paar Noten gekostet. Und also wenn ihr jetzt gute Noten schreibt, dann erhöht es natürlich die Chance, einen besseren Abschluss zu haben. Und ich finde, man sollte sich darüber freuen, dass die Schule wieder öffnet. Also ein paar von euch denken bestimmt, boah, nee, keine Schule. Ein paar von euch genießen richtig diese Corona-Pause. Aber ich zum Beispiel, ich vermisse meine Freunde und halt die ganzen Lehrer, komischerweise. Ich weiß auch nicht warum. Und ich vermisse es, dass ich keine Schulaufgaben mehr zu Hause machen muss. Und ja, was kann man dazu noch sagen? Wie wäre es denn damit? Wenn ich Merkel wäre oder Bundesministerpräsident Ding Söder, dann würde ich ja die Schulen noch ein bisschen länger geschlossen halten. Das ist halt, weil das fängt ja jetzt alles wieder an, weil die Ausgangssperren wieder ein bisschen gelockert worden sind. Und deswegen kommen immer mehr Menschen zusammen und deswegen verbreitet sich das wieder. Aber zum Glück gibt es jetzt auch schon sehr viele Gehalte wieder. Und ja. Corona ist eine sehr schwere Zeit, auch für zum Beispiel Menschen, die einen wichtigen Beruf haben, aber nicht zur Arbeit gehen können.
oder die zum Beispiel einen Beruf haben, womit sie wirklich Geld verdienen oder auch Geld brauchen. Und ja, aber wie geht's euch denn mit den ganzen, oder was sagen eure Eltern denn dazu? Was sagen eure Eltern dazu, dass ihr zur Schule wieder gehen müsst? Oder zum Beispiel, wissen eure Eltern, dass ihr nicht gehen möchtet? Und was sagen sie denn dazu? Naja, auf jeden Fall unglaublich. Also ich bin jetzt schon echt geschockt, dass es wieder aufmacht, weil ich dachte, das geht jetzt noch 10 Wochen. Also ich habe gehofft, dass es noch 10 Wochen geht. Aber ist halt leider nicht so. Aber Mensch! Genau, und wenn ihr Fragen dazu habt, zur Schuleröffnung oder zu irgendwelchen Schulthemen und Corona oder irgendwelchen anderen Themen, die ich vielleicht schon angesprochen habe oder noch nicht angesprochen habe oder die ich ansprechen werde, schreibt es in die Kommis. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal so eine richtige Frage stellen würdet, so wie, ich freue mich zum Beispiel mega auf die Schule, aber ich mache mir Sorgen um meinen kleinen Bruder oder um meine Haustiere, keine Ahnung. Wie wäre es denn, wenn wir nächstes Mal über die Thema Haustiere reden? Das finde ich halt schon ein bisschen interessant, weil ich habe schon ein paar Erfahrungen damit, aber gut, das kommt ja erst nächstes Video dran. Aber ja, Schuleröffnung finde ich eigentlich ein gutes Thema, aber natürlich, jeder hat seine eigene Meinung. Also ich finde es nicht so toll. Ich vermisse meinen Garten. Aber Mensch, ich bin aber, naja, ich bin auch froh. Das ist schon okay so. Aber ja, unglaublich. Unglaublich. Und alle, die da draußen sind und dieses Video gerade anschauen, was denkt ihr dazu? Also Schuleröffnung. Ich weiß jetzt echt nicht, wie ich das ansprechen soll, weil das ist ein sehr kompliziertes Thema. Denn Schuleröffnung, naja. Bei Schule gibt es immer Contra und Pro, weißt du? Und Mensch, Contra ist Schulaufgaben, Mathe, Lehrerinnen, die dich ankotzen oder Lehrer oder dass ihr zum Beispiel Menschen nicht leidet in der Schule. Und dann aber Pro ist, man sieht die Freunde, man hat sehr viele soziale Kontakte und ich bin schon ein bisschen verwahrlost hier drin. Auch wenn ich meine Familie um mich herum habe, ich bin sehr einsam. Aber das ist schon okay, mir geht's gut. Ach, mir geht's gut. Ja, aber Schule, ich glaube, wer mag eigentlich Schule? Ich glaube, niemand, aber vielleicht solche Nerds hier bei den Zuschauern. Wer ist von euch so Nerd? Wer schreibt nur Einsen? Naja, ich nicht. Und ja, dann kommen wir eigentlich auch schon weiter. Meine Freunde, ich hoffe, das Video hat euch genauso gut gefallen wie die letzten zwei. Also unterstützt es auch genauso. Lasst ein Like da und an diejenigen, die noch nicht abonniert haben, abonniert mich gerne und schreibt was Nettes in die Kommentare und schreibt auch ein Thema in die Kommentare, über was ich nächste Woche reden soll. Und ich hoffe, ihr hattet an dem Video genauso viel Spaß wie ich und mein Vater beim Drehen. Und ich wollte mich noch dafür entschuldigen, dass es letztes Mal kein Video gab, denn wir waren ziemlich beschäftigt und halt Schule, Arbeit, Hausaufgaben. Und ja, sorry Leute. Tut mir leid, die gerade gefreut sind an GTA. Mein Vater hat einfach Nein gesagt. Hier. Nee. Ich hab euch gesehen, ihr seid so glücklich von diesem Projekt, aber näher muss mein blöder Vater kommen und sagen Nein. Sorry, Leute. Ich will einfach nur sorry sagen. Leider kein GTA. Ich will gern. Aber dann ist mein Vater gekommen.
hat alles gelöscht. Er alles die CD rausgetan. Das geht leider ohne CD nicht. Sorry, Leute. Goodbye. Und bis nächste Woche, meine Freunde. Und vergesst nicht... Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.